Am K2, dem zweithöchsten Berg der Welt, wird die Luft da oben ganz schön dünn. Deshalb machen sich beim gleichnamigen Brettspiel alle auch weiter unten vom Basislager aus auf den Weg. Mit ihren Bewegungskarten steuern die Spieler mit jedem Zug ihre beiden Figuren etwas höher. Jede erreichte Höhenstufe bringt pro Bergsteiger mehr Punkte. Doch weiter oben am Gipfel wird es schnell eng. Ah, klasse, jetzt blockierst du mich da. Tja. Na gut, brauchst du im Zelt. Doch auch auf dem Gipfel ist man noch nicht am Ziel. Jetzt bin ich der König der Welt. Ja, König, dann gucken wir mal aufs Wetter. Denn schlägt das Wetter um, kostet das die Bergsteiger Energie. Nach jeder Runde wird überprüft, wie viel Atemluft noch da ist. Ich muss für den 3 abgeben und der steht im Zelt. Ich muss für den 2 abgeben und für den... Oh, ich sollte da schnellstmöglich runter. Denn geht die Atemluft aus, scheidet der Bergsteiger aus. Am Berg sind die Sitten rau. Nee, das ist mein Zelt, da kommst du nicht rein. Sehr gut. Gehe ich halt einen weiter. K2 ist ein taktischer Wettlauf für 1 bis 5 Bergsteiger ab 10 Jahren. Es dauert etwa eine Stunde und kostet ca. 33 €.